Ja, hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Leipziger Stempel mit René.de und zwar mit einem Projekt aus meinem Workshop To Go für Juni. Das ist also diese kleine Verpackung und wenn ich die hier öffne, kommt innen drin so eine Treppenverpackung zum Vorschein. Deswegen nennt sich das Ganze also auch Stufen- oder Etagenbox und hier sind überall in jeder Etage zwei so kleine Eichetti-Eiskonfekt drinne. Die haben also wirklich, sage ich mal so, die passende Größe für so solche Kleinigkeiten. Gibt es bei Edeka, bei Rewe und überall in solchen Spitztüten. Ist also wirklich, sage ich mal so, ein Pfennigartikel. Aber wenn das dann hier drin ist, macht das schon was her. Und wie wir diese kleine Verpackung basteln. So sieht sie also von außen aus. Das Etikett ist übrigens nur davon da, um hier vorne die offene Seite zu verdecken. So haben wir sie also wieder geschlossen. Und wie wir die machen, das zeige ich euch jetzt. So, zunächst benötigen wir drei Stück Farbkarton in den Maßen 7,5 mal 7,5 cm. Und zwar wären das unsere drei Etagen in der Mitte und also für diese Schächtelchen zu dem Farbkarton benötigen wir insgesamt 9 Stückchen Designerpapier. Die haben alle die Größe 3,2 mal 1,7 cm. Dann für die beiden Deckel, die müssen natürlich etwas größer sein, benötigen wir 2 Stück Farbkarton 7,8 mal 7,8 cm. Wir benötigen reihum insgesamt 8 Stückchen Designerpapier, 1,7 mal 3,5 cm und für oben und unten 2 Stückchen Designerpapier, 3,5 mal 3,5 cm. Und dann haben wir als letztes noch diese Außenhülle, wo wir dann also unsere einzelnen Etagen drin befestigen. Das Stückchen hat eine Größe von 17,1 mal 8 cm. Aber wir fangen erstmal mit unseren kleinen Innenboxen an. Dazu nehmen wir unser Stanz- und Falzbrett. Zugeschnitten sind sie schon auf 5 mal 7,5 und falzen das jetzt alles reihum, alle Seiten bei 2 cm. So, die haben wir gefalzt. Jetzt brauchen wir ganz normal unsere Papierschere und wir schneiden jetzt hier reihumgehend Klebelaschen ein. So, wenn alle Teile so aussehen, nehmen wir unser Falzbrett, falzen alles nach.
So, jetzt haben wir das alles gefalzt und bevor wir das jetzt zusammenkleben, kleben wir jeweils auf drei solche Seitenflächen unser Designerpapier auf. Warum nur auf drei? Weil die vierte Seite diese Seite ist, die dann sozusagen an unsere Außenhülle festgeklebt wird. So, nachdem wir das Designerpapier aufgeklebt haben, kleben wir dieses drei Teile schon mal zu kleinen Schachteln zusammen. So, damit haben wir schon einmal unsere Innenschachteln, in die unser Eiskonfekt nachher reinkommt. Die legen wir erstmal zur Seite, die können etwas trocknen. Und genauso wie wir diese gemacht haben, machen wir also auch unseren Deckel und unseren Boden. Nur die müssen natürlich etwas größer sein als diese Innenschachteln. Dafür haben wir also diese zwei Stücken 7,8 mal 7,8 cm. Die falzen wir ebenfalls wieder reihum bei 2 cm. So, dann schneiden wir die ebenfalls genauso zurecht, wie wir also diese Innenschachteln gemacht haben. Manche falzen an dieser Stelle zuerst und schneiden dann. Ich persönlich schneide lieber erst, weil ich dann diese geraden Kanten einfach sauberer hinkriege, als wenn die schon vorher gefalzt sind. Das ist aber, sage ich mal so, immer so jeden seine individuelle Art, wie er bastelt. Da kann man also auch niemanden Vorschriften machen. Sollte jeder einfach so machen, wie er am besten damit zurechtkommt. Ich komme, wie gesagt, besser zurecht, wenn ich also erst gerade da drauf schneide, bevor das gefalzt ist. So, das sind mein Deckel und Boden gefalzt und jetzt klebe ich hier das Designerpapier auf. Hier muss ich natürlich die Seiten an allen vier Seiten aufkleben und das wird unsere Mitte. Thank you.
wir sicher, wer genau hingeguckt hat, hat es gesehen. Ich habe jetzt einfach mal ein Stück verschwinden lassen, weil ich hatte mich vertan und hatte hier genau auch 9 Streifen geschnitten, wie für die Inboxen. Dabei brauche ich natürlich bei 2 Deckeln mit nur jeweils 4 Seiten, davon nur 8 Stück. Aber ihr reicht für diese Box mit einem kleinen Bogen Designerpapier, 6 Zoll mal 6 Zoll, reicht also voll und ganz für die Box. Vom Farbkarton her braucht ihr etwas mehr als A4, weil ich habe es mit verschiedenen Varianten versucht. Egal wie rum ich es drehe, ich kriege nicht alle Teile aus ein Stückchen Farbkarton A4 raus. So, das ist mein erster Deckel. Und mein zweiter Deckel bzw. Boden. So, nachdem wir die Innenschachteln und die Deckel fertig haben, müssen wir noch unsere Außenhülle falzen. Also dieses Stückchen Farbkarton 15,1 mal 8 cm. Da machen wir den ersten Falz bei 2 cm. Ich mache den immer ganz gerne auf dieser Seite und drehe dann das Ganze, weil dann habe ich eine größere Anlagefläche. Der zweite Falz kommt bei 5,7 cm. Der dritte Falz bei 9,4. Und der vierte Falz bei 13,1 cm. So, jetzt drehe ich das Ganze und jetzt mache ich mir ein paar heimliche Markierungen. Das ist nämlich dort, wo ich innen drin nachher meine Innenschachteln anklebe. Ich tue das trotzdem mit der Falzklinge machen, aber eben nicht so stark, dass man es nachfalzen kann, sondern wirklich nur, dass ich es innen als Markierung sehe. Da habe ich also einmal bei 0,5. Die nächste Markierung mache ich mir bei 3, also immer im Abstand von 2,5 cm. Nächste Markierung bei 3 und die letzte bei 5,5 cm. Das ist für mich dann innen, dass ich sehe, wo ich meine Kästchen anklebe. Jetzt falze ich die ganze Sache erstmal nach. Jetzt haben wir schon mal die Hülle, wie sie aussieht, wenn sie dann geschlossen ist. Und jetzt fangen wir an, unsere Kästchen einzukleben. Ganz vorne fangen wir also mit dem untersten an, machen also hier drauf uns unseren Flüssigkleber. Und kleben das hier bei dieser Markierung, bei diesen 0,5 mm, kleben wir das ein. Das ist, damit wir es nachher leichter öffnen können und das Ganze nicht direkt auf dem Boden schleift. Das zweite Innenkästchen kleben wir hier versetzt an unserer 3 Zentimeter Marke an.
Und das dritte an unserer obersten Markierung. Haben wir also hier in unsere einzelnen Stufen, die also so ineinander gehen, wenn wir das zumachen. Hier vorne haben wir die Öffnung. Wir können jetzt schon mal kurz unsere Deckel draufsetzen. Wir sehen also, Deckel und Boden passen auch. So, und da jetzt haben wir ja hier vorne diese Öffnung, die wir noch sehen. Die verschließen wir also mit einem Etikett. Und zwar macht sich da sehr schön die Stanze Wunschetikett. Und ich habe hier mal ein älteres Stempelset genommen, was es leider nicht mehr gibt. Das sind die genussvollen Grüße, weil hier ist dieser schöne Spruch drin, eine Kleinigkeit für dich. Und das ist ja eine Kleinigkeit zum Verschenken. Das stanze ich mir jetzt hier mit aus, so dass der Spruch mittig ist. Zack. Machen wir nur bis auf dieses kleine Stückchen Tombow drauf und klebe das an dem oberen Deckel fest. So. Jetzt kann man das hier so ein Stückchen reinstecken, dass es hält und nicht absteht. Dann mache ich mir noch zwei kleine von unseren vergoldeten Schmucksteinchen drauf als Verzierung. So, ihr könnt das also außen oder lassen oder innen reinschieben. Das ist also egal. Und was müssen wir jetzt noch machen? Ganz einfach, jetzt müssen wir die ganze Sache noch mit dem Eiskonfekt füllen, dass da also auch was drin ist. So, einmal, zweimal, dreimal. So, und fertig ist unsere Etagenbox. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und anschließend beim Naschen des Eiskonfekts, was drin ist. Bis zum nächsten Mal, euer René.